Ja, also man kommt von hier her oben, kommt man zum Campingplatz Olea Camping. Dann ist vor der Rezeption ist ein relativ großer Platz für all jene, die entweder ganz in der Früh anreisen oder eben auch später oder spät abreisen, wo die Rezeption noch nicht oder nicht mehr geöffnet ist. Man kann dort auch das Auto waschen und Grauwasser entleeren. Unter anderem, es sind da noch Mülleimer. Und wenn man da heraus steht, gibt es auch Wasser und Strom. Und auch das WLAN ist auch verfügbar, wobei das ist jetzt nicht zwingend das Beste. Von der Gegend da oder von der Umgebung da, ja, viel mehr gibt es da nicht zu sehen, als was man da jetzt sieht. Die nächstgrößere Stadt ist Novalia und die ist ungefähr 20 Kilometer weg. Zu Beginn des Campingplatzes ist dann die Rezeption, das ist ein kleines Häuschen. Und der Platz ist auch durch diese zwei Schranken gesichert, was die Einfahrt anbelangt. Beziehungsweise auch bei der Ausfahrt ist dann auch nochmal eine Schranke. Und deswegen für all jene, die eben später anreisen oder eben ganz in der Früh abreisen möchten, gibt es eben den Platz davor, wo man dann auch die Nacht unter anderem verbringen kann. Es gibt da gleich bei der Rezeption gibt's auch einen Bankomaten. Und die Rezeption selber ist besetzt von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr, also in zwei Schichten, also durchgehend von 6 Uhr in der Früh bis um 22 Uhr am Abend und ja, die restlichen 8 Stunden, falls man da wegfahren möchte oder ankommt, dann ja, kann man draußen stehen bleiben. Wenn du dann gleich bei der Rezeption, wenn man da reinkommt, ist dann oberhalb, ist dann das Restaurant, Waschhäuser, auch private Bäder, die man mieten kann und auch ein kleiner Supermarkt mit Bäckerei. Und da sieht man dann gleich von der Rezeption weg ein bisschen den Strand. Da gibt es dann auch noch Stellplätze. Das ist der sogenannte Hundestrand, weil das eben etwas kiesiger, also mit Kies ist und auch zum Reingehen etwas steiniger. Aber ja, ist wirklich schön. Also uns gefällt es besser als wie der andere Strand, der für Kinder gedacht ist, weil es einfach, ja, drüben ist halt Sand, aber der Strand da ist eigentlich schöner. Da geht es jetzt zu den Waschhäusern rauf oder zum einem Teil der Waschhäuser, dem unteren Teil. Eben Männer und Frauen getrennt. Das kleine Häuschen da ist für die Frauen. Dieses da für die Herren. Es ist immer recht sauber. Recht modern ausgestattet. Es wird ja immer gereinigt. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist wirklich schön. Und auch die Duschen. Oh Gott, das ist jetzt das WC. Und dort, ja, drüber gebritschelt, aber da sieht man schon die Brausen, das ist wirklich alles ganz schön und auch sauber. Wenn man dann aus den Waschhäusern rauskommt, gibt es dann noch so private Badezimmer, die abgeschlossen sind mit einem Waschtisch, auch mit Desinfektionsmittel, was in jedem Waschhaus ist und auch ja, mit WC natürlich, Dusche etc. Da geht es dann zum Restaurant rauf. Mache dann auch noch ein Foto, beziehungsweise da sind auch noch zwei WCs, eins für Damen, eins für Herren. So, jetzt kurzer Blick über den Campingplatz, damit man die einzelnen Stellplätze vielleicht ein bisschen sieht. Super ist, dass der so terrassenartig angelegt ist, weil man wirklich fast von überall, nicht von überall, aber fast von überall, hat man einen schönen Meerblick. Man hat überall Strom und Wasser sowieso. In den meisten Fällen hat man sogar
Abwasser auch noch zur Verfügung und die Parzellen sind echt groß, da kann man auch locker zu zweit draufstehen. So. Da hat man das Restaurant. Die Speisekarten ist eigentlich ganz gut. Man kriegt sogar Wiener Schnitzel, wer es braucht. Aber man kriegt da kroatische Speisen. So. Da hier oben gibt es dann noch immer in der Früh einen Obststand, wo man frisches Obst bekommt. Und am Dienstag, Donnerstag und am Samstag von 8.30 Uhr bis 9.45 Uhr gibt es auch frischen Fisch. Und da um die Ecke befindet sich dann der Supermarkt, wo man das Wichtigste bekommt. Das Wichtigste ist relativ. Das da ist die Freifläche. Währenddem ich so über den Campingplatz gehe, vielleicht noch ein paar Worte zum Supermarkt. Der hat, also Bier hat er zum Beispiel keines, Wasser hat er, es gibt auch Speck, Schinken, frisches Gebäck jeden Tag, das ist super, aber es gibt zum Beispiel kein frisches Fleisch, ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. So, das ist dann das größere Waschhaus, wo man eben Geschirr spülen kann und dann auch wieder. Logischerweise unterteilt in Damen und Herren. Da sind die Damen drin. Und da gibt es einen Raum, um die Wäsche zu waschen, wer möchte. Und da sind die Herren. WCs. Und drüben dann noch die Duschen, die einmal voll sauber sind, wieder immer geputzt und gereinigt. Also ist echt schön da. Wenn man auf der Rückseite dann rauskommt vom Waschhaus, hat man erstens einen super Blick. Da gibt es dann rechter Hand gibt's die Hundedusche, die ja wahrscheinlich nicht jeder brauchen wird. Dann gibt es noch ein paar Außenduschen unter freiem Himmel. Der Vorteil ist, dass man da nicht immer reindrücken muss, sondern dass es wie zu Hause ist. Und da ist der Ort, wo man die Kombi-Toilette entleert, auch immer tippitoppi sauber. So, da hinten geht es dann auch noch rauf, da gibt es dann noch relativ viele Stellplätze. Und dann ist es eben so terrassenförmig angelegt, wie da. Zum Teil sind die Wege ziemlich steil, muss man ganz ehrlich sagen. So, für Wohnwagen ist das ja schon eine Herausforderung, zum Teil, auch für manches Wohnmobil. Deswegen die großen Wohnmobile kommen gar nicht ganz runter. Aber die haben da den Service, dass sie einen Parker haben, wo sie dann einen auch raufziehen, weil da sieht man schon, da geht es ziemlich steil runter. Und da kommt man dann zum zweiten Strand, den jetzt auch noch ganz kurz filme. Also das ist schon ziemlich steil. Wie gesagt, für Wohnmobile kein Problem, je nachdem wie groß der Wohnwagen ist, oder auch mit Kastenwagen auch kein Problem. Aber da haben schon manche so ihre Probleme gehabt. Da geht es jetzt dann zum zweiten Strand, der wie gesagt eher für Kinder ist, weil
zum Reingehen, dass sandig, eher so sandig ist. Und ja, auch schön. Da gibt es allerdings keine Schirme. Zwar kostenfreie Liegen, wie auch drüben vom Hundestrand, aber keine Schirme. Da muss man ja den natürlichen Schatten nutzen. Es ist da wesentlich flacher als drüben, deswegen auch für Kinder geeignet. Also man sieht schon, man kann da ewig lang reingehen. Bis man da schwimmen kann. Aber er ist auch total schön und das Wasser total klar. Also von daher gibt es, glaube ich, das ist auch der Grund, warum er so beliebt ist. Ich habe mir jetzt überlegt, wie zeigt man am besten, wie steil es da werden kann. Ich habe mich jetzt daher ein bisschen in die Hocke begeben. Man sieht gerade, es fährt gerade ein Auto runter. Ja, das ist schon ziemlich steil. Ich hoffe, dass man es da jetzt in der Schräge etwas besser sieht. So, bin jetzt etwas aus Atem, weil ich bin jetzt da den Weg wieder relativ schnell raufgegangen. Wir sind jetzt wieder da beim Waschhaus, aber man sieht schon, ja, die Plätze sind schön groß, hat eigentlich von überall einen schönen Meerblick, da ist die Müllinsel. Wenn man übers Meer drüber blickt, sieht man mehrere Inseln. Eine davon ist die Insel, jetzt weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, ich glaube Susak oder Schussak, so irgendwie. Beziehungsweise die große Insel ist Loschin bzw. Zres, die man da im Hintergrund sieht. Also man sieht schon, das ist alles so terrassenförmig angelegt. Man hat echt einen guten Blick überall. Und ans Meer und die Parzellen sind echt groß. Also ich würde sagen, immer so zwischen 100, 150 Quadratmetern ist auf jeden Fall da. Was man wissen sollte, ist, dass es nur relativ wenig Schattenplätze gibt, so wie diesen hier mit der Nummer 51. Der ist natürlich super, muss man mit größeren Wohnmobilen aber aufpassen, weil eben die Bäume da sind. Billig, aber sehr gut. Da sieht man jetzt einen leeren Platz. Da kann man die Größe in etwa ahnen, wie groß die sind. Nur damit man ein bisschen Ahnung hat. Jetzt sind wir jetzt in der ersten Reihe da. Und mich jetzt mit. Den Weg da entlang und dann kommt man wieder zum Hundestrand bzw. zu unserem Stellplatz, den wir jetzt gehabt haben. Und die Aussicht ist da halt echt mega, die Wasserqualität. Deswegen gibt es ja ganz viele, die immer wieder kommen und schon ein, zwei Jahre im Voraus buchen. So, das ist jetzt unser Stellplatz. Da hinten haben wir die Hängematte aufgehängt. Und auch da genügend Platz. Das einzige, das Reinfahren und das Wegfahren ist da auch nicht ganz so einfach, aber es geht. Und da sieht man dann nochmal den Strand, der sogenannte Hundestrand, wobei, ja, wie gesagt, es können da Hundebesitzer eben mit ihren Hunden hinkommen, aber wird natürlich auch von Familien genutzt und allen anderen Singles und so weiter.
Also nicht nur. Und oben gibt es dann auch noch eine Strandbar, wo man gute Cocktails bekommt, Eis, frisches Eis, dann auch Tüteneis, also Stieleis etc. Ja. Und natürlich gute Getränke. Und da hinten dann auch noch, kann man sie am Meer direkt massieren lassen. Das ist echt super und sie machen das auch, die Massagen sind echt gut, wir haben es ausprobiert. Sehr, sehr cool. Ja, das war ein kleiner Rundgang über den Campingplatz.